So, okay. Ich würde sagen, willkommen zurück auf dem Uncut-Channel. Willkommen zu einer weiteren Uncut-Runde hier auf Wondl. Das ist die zentralste Wondl-Zone, die ich je gesehen habe. Zentraler geht nicht. Zentraler geht's wirklich nicht. Nubi-Bubi, wo gehst du hin? Komm, wir gucken mal Nubi-Bubi zu und achten drauf, wo er hingeht. Ich sag gar nichts. Er geht dahin, okay. Warum ist eigentlich um die Helmkamera immer so eine Vignette? Wird das so ausgesprochen? Vignette wird es auf jeden Fall geschrieben. Warum muss da immer so am Rand so dunkel sein? Mach doch wenigstens das weg. Guck mal, achte mal auf den Rand. Das sieht in First Person so ganz normal aus und in Third Person so richtig scheiße. Wieso? Nicht nur, dass generell die Ansicht von der Helmkamera komisch ist, weil du nicht mehr siehst, dass derjenige ins Visier gehst, sondern da ist einfach noch zusätzlich dann so eine Vignette rum. Bodenlos. Du kannst auch ein Bild von Serena Gomez. Wer ist Serena Gomez eigentlich an der Stelle? Serena Gomez, Selena meinst du? Selena Gomez beim Kotzen, den kann man in-game schicken und ein Bild von Angela Merkel und trotzdem L-Take machen. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz schlechter Vergleich gewesen von Tung Tung da. Krasses Feature, haben die das viel Arbeit reingesteckt. Ist ein richtiges Infinity Ward Feature, by the way. Richtiges, wirklich typisches Infinity Ward Feature. So, oh, das ist so geil. Oh, so geil. Oh, so geil. Das wollte jeder haben. Und die sind giga stolz drauf, dass sie dieses Feature eingebaut haben. Die wollten ja sogar, dass es beim, also als ich damals, ja, wir kommen immer wieder zurück zum wirklich Tag des jüngsten Gerichts, als wir in L.A. das erste Mal Warzone 2 gespielt haben und gemerkt haben, was ist das für eine Scheiße. Du konntest als Zuschauer Pentagon, einfach Jans kleiner Bruder, du konntest nur so zu gucken. Wenn du tot warst, du hast zugeschaut deinen Mates oder Gegnern, du konntest nur Helmkamera schauen. Ich sage, das war von Anfang an sogar so geplant, dass nur das möglich ist. Und sie haben im Nachhinein, na gut, dann machen wir halt auch noch die Sicht als Zuschauer. Katastrophe. Guckt euch, wie scheiße ist das? Du siehst nicht, wo derjenige hinnimmt. Loslassen. Infinity Ward nie wieder an CLT arbeiten, sage ich. Zumindest das neue Infinity Ward Team nicht mehr. Wirklich sehr bodenlos gewesen. Soll vielleicht das Auge simulieren? Nee, das soll, das ist halt quasi einfach nur Helmkamera. Das soll so realismusmäßig, wenn in einem Einsatz wirklich mit einer Helmkamera mitgefilmt wird. So soll das aussehen. Aber wer, das ist doch keine coole Info. Also, das ist vielleicht cool für Singleplayer oder, keine Ahnung, Realismus-Games oder sonst was, aber doch nicht für Multiplayer-Warzone. Es triggert auch, es triggert Geistgang. Ja, ich werde es auch nicht mehr zeigen. Keine Sorge. Also, sie wissen einfach wirklich nicht, alle Entwicklerstudios, aber Infinity Ward weiß wirklich gar nicht, überhaupt nicht, was ihre Community mag. Die sind, es gibt kein Entwicklerstudio. Ui, bauen wir einen wieder. Ah, da ist bauen wir einen wieder. Okay, stark. Es gibt kein Entwicklerstudio, was so entfernt von der eigenen Community ist wie Infinity Ward. Muss man wirklich einfach mal so sagen, wie es ist. Der Mann holt sich Waffen. Ah, er ist sogar smart. Er hat sich sogar eine Primärwaffe MP7-Klasse gebaut, dass er sich beide Waffen am Shop holen kann. Ich würde sagen, wir schauen ihm mal zu. Wir schauen ihm mal zu. Wieso ist er bei Zoo gelandet? Einfach bei D-Rock. Gibt ein D-Rock-Gehege, by the way, auch im Zoo. Auch dass Totenschilde kein Perk ist. Ja. Gibt es 1 Million Gründe, was an Infinity Ward weit von der Hühnchen entfernt ist. Hat eine Drohne liegen lassen, habe ich gar nicht gesehen. Hm. Die MP7-Camo sieht ganz cool aus. Beziehungsweise die Variante sieht ganz cool aus. Er hat jetzt auch, glaube ich, Tag V mit, hat er das Visier runtergemacht, glaube ich, oder? Ich glaube, auf seiner jetzigen Tag V ist kein Visier mehr drauf, ja. Da hat man nämlich einen Aussatzplatz mehr für Rückstoßkontrolle. Ist schon besser, finde ich. Es gibt Leute, die sagen, die Tag V hat keinen Rückstoß, by the way. Habt ihr das gesehen, wie das Visier nach einer Kugel da hochgeflogen ist gerade? Er schießt nicht mal auf den da hinten, weil er sich denkt, die hat zu viel Rückstoß. Die Range.
Okay, es passiert jetzt aber gerade doch nicht so viel. Wir gucken mal weiter. Blue Wolf ist hier gerade im Gunfight. Komm, da geht's mehr ab. Viele Leute spielen aktuell wieder Polyatomar irgendwie. Ich hatte relativ kurz nur Spaß an Polyatomar irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie fand ich die im Nachhinein doch nicht so geil, die Tarnung. Ich weiß nicht, was es ist bei Polyatomar. Ich glaube sogar, dass sie nicht animiert mir besser gefallen hat. Habe ich nämlich auch schon mal erwähnt. Ich finde, dass Infinity Ward auch Tarnung nicht so gut ist. Es ist wieder Infinity Ward Bashing. Es tut mir leid, aber es muss sein. Wenn Infinity Ward Tarnung animiert, dann ist es so, sie bringen quasi, sie machen eine Tarnung raus, die statisch ist. Und dann, ja okay, dann machen wir es jetzt so, dass die ganze Tarnung auf der Waffe sich einfach im Kreis dreht. So, okay, na gut. Bei Treyarch ist es halt so, dass wenn Teile der Tarnung animiert sind, dass das auch gewollt aussieht. So mäßig, die haben sich gedacht, okay, wir bringen jetzt eine animierte Tarnung raus oder wir bauen eine animierte Tarnung. Double Kill, wichtig. Er hat sich sogar das ISO-Pack geholt mit dem anderen Sound, Alter. Dann sieht man, okay, da wurde von vornherein dran gedacht, okay, wir bringen diese Tarnung raus mit einer Animation drin. Bei den Infinity War Tarnungen ist es wirklich einfach so eine drehende Tarnung machen. Die sind in allem nicht gut, ja, es... Also mein, der Hate von Infinity Ward ist ja, hat ja Gründe bei mir. Ist ja nicht nur so, dass ich die einfach aus Prinzip nicht mag. Ah, aus Prinzip nicht mag, sondern es gibt ja 1 Million Gründe dafür, dass ich die einfach, dass ich das Entwicklerstudio einfach nicht leiden kann. Sledgehammer größer Infinity Ward, also so ein größer Zeichen, so ein Krokodil, was die größere Seite, also Sledgehammer Games frisst. Kennt ihr alle aus der Grundschule, ne? Und dann ganz, ganz viele Krokodile, die ganz, ganz viel lieber Treyarch essen. So ist die Reihenfolge. So habe ich das damals übrigens gelernt. Mit das Krokodil ist die bessere Seite. Oder die größere Seite. Akimbo F-Taxi Chest, die ist so krass. Für mich, dass die richtig krass ist, oder? Uiuiui. Aber Blue Wolf smart, dass er. Oi! Oh, sogar Sheep Break. Oh, gewinnt den Gunfight gegen Marlon. Oh, das war stark gemacht. Das war stark gemacht. Gucken wir mal ganz kurz wieder Baumer einzu. Der frisch landet wieder. Aber ich glaube, die Akimbo F-Tech Siege ist nicht so stark, oder? Vor allem bist du mit der langsam wie ein. Wie ein. Musty McMust. Krokodil und Gänsefüßchen. Ja, okay, Gänsefüßchen. So heißen die ja, oder? Also. Oder kann man die offiziell als Gänsefüßchen bezeichnen schon, oder? Guck mal, passiert das nicht so viel. Wir gucken wieder Blue Wolf zu. Blue Wolf so am Reinswetten hier. ISO Close Range Kill sogar. Okay. Nee, also gute Runde von Blue Wolf. Ich würde sagen, können wir öfter mal reinschauen. David Desaster landet auf seinem Loadout und er spielt gar nichts. Doch. Oh, Razorback und ISO. Okay. Auch gutes Outlet. Wir haben bei jedem Entwicklerstudio das, wo wir Sachen hinschicken können, wenn es Game-Breaking Bugs oder Glitches gibt. Das einzige Studio, wo man niemand hat, ist Infinite Ward. Selbst ein Chat, der hat das Community Trello Ward macht und jede Menge Devs kennt, hat einfach niemanden bei Infinity Ward. Das sollte alles aussagen über Infinity Ward. Ich sage, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, aber ich glaube noch nie in einem Video, deshalb sage ich das jetzt auch nochmal. Es gab ja bis vor kurzem noch Creator Talks mit Devs. Also vor neuen Seasons oder mit Season Updates gab es immer so 2-3 Tage davor, manchmal auch eine Woche davor schon, einen Call, wo einige Creator weltweit eingeladen wurden. Und dann sind da Leute von Sledgehammer, kompletter Quatsch, von Raven, die ja für Warzone zuständig sind. Loslassen, by the way, David. Ne, Platte, maybe nicht loslassen. Von Raven, von Treyarch, weil die ja Ranked machen. Von Infinity Ward, weil die halt auch dabei sein müssen. Und dann ist da noch jemand von Activision dabei, der den ganzen Call halt leitet. So, ne? Von vielen Entwicklerstudios, die halt beteiligt sind, ist immer ein Vertreter da. So. Raven Software wird immer so, hey Leute, was geht? So, ne? Interaktion mit Chatten, alles mögliche. So, hey, ich hoffe, euch geht's gut. Das und das bringen wir raus. Das und deshalb, wenn jemand eine Frage hat oder sowas, dann so, okay, meistens werden die erst am Ende beantwortet. Aber du merkst, die Leute erklären das, die haben da Bock drauf und so und die sind sehr freundlich. Und das eine Mal, als ein Infinity Ward-Typ auch was gesagt hat, Infinity Ward auch meistens gar nicht dabei oder nur dabei, wenn sie wirklich was dringend sagen müssen,
alle immer nett, alle korrekt und so. Und da freuen sich auch immer der Chat drüber. Infinity Ward war einer, den keine Sau kannte. Der hat eine Fresse gezogen. Der saß wirklich so da die ganze Zeit im Call. Als er dran war, hat er gesagt, yo, hey guys. Hat sein Stuff vorgelesen von einem Dokument und hat keine Fragen zugelassen. Hat auch so einfach grundsätzlich nicht so korrekt gewirkt. War so ein bisschen so wirklich Infinity Ward in a nutshell. Und als er das fertig vorgelesen hatte, ist er aus dem Call rausgegangen und es war fertig. So, und dann alle anderen sind drin geblieben. Treyarch ist drin geblieben, als die nichts mehr zu sagen hatten, sind bis zum Ende geblieben, haben auf Fragen gewartet. Infinite Ward, der Einzige, der jemals da war, hat einmal seinen Text vorgelesen, hat keine Fragen zugelassen und ist wieder gegangen. Das ist wirklich, das sollte auch Sinnbild sein für Infinite Ward. Aktuelles Lead-Entwicklerstudio sollte am meisten Anteil an dem Call of Duty haben. Es ist ihr fucking Game, ja? Ja. Und der war da wirklich nur für 5 Minuten im Call und ist danach auch wieder abgehauen, so schnell wie er konnte. Das ist wirklich ein bisschen traurig, muss man sagen. Also, man merkt einfach bei den anderen Entwicklerstudios, wenn du da jemanden hast, Community-bezogen, der halt bei solchen Talks redet, dann ist das halt auch jemand, der da Bock drauf haben sollte, so, ne? Und Infinity Ward hat irgendjemanden dahin geschickt, der halt überhaupt keine Lust drauf hat und direkt danach wieder gegangen ist. Ich werde nochmal Caldera ausspielen, ja. Um wen geht's da? Was meinst du? Lexi? Gibt's auf Wondel Ausbruch? Oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Vielleicht schämt er sich einfach für das Game. Nee, du merkst halt einfach, dass die so... Die wollen einfach ihr eigenes Ding machen. Die wollen sich da nicht reinreden lassen. So, die haben auch keine Lust, glaube ich, mit den anderen Studios irgendwas zu tun haben. Zu tun zu haben. Die sind einfach... Das ist irgendwie da eine andere Kultur. So. Ja. Doch, gibt es. Echt? Okay. Rifle. Am Rand der Zone. Da gucke ich mal ganz kurz zu. Die Tarnung ist übertrieben pixelig, by the way. Wieso ist die Tarnung so krass pixelig? Wisst ihr, was ich versuche? Ich versuche ganz kurz... Ja, genau, jetzt kommt natürlich der Gunfight. Ich versuche ganz kurz mal die Texturauflösung auf hoch zu machen. Guck, Ballas hat gesagt, das beeinflusst Tarnungen nicht. Jetzt ist die Tarnung nicht mehr verpixelt. Jetzt sieht sie ultra clean aus. Ja, tot. Komplett tot. Jetzt sieht sie ultra clean aus. Da haben wir den Beweis. Nicht in Wiederauferstehung, nur in Battle Royale. Achso, ja gut, aber dann ist das ja für uns uninteressant. So, wo ist denn Blue Wolf? Kassler Brocken? Marv? Nubi Bubi macht Safe Revive, da gucken wir kurz zu. Okay, wird gefinished, nevermind. Und wir sind wieder auf der 1, glaube ich. Aber sind wir rechts oder links rumgegangen? Bau mal ein. Checker sitzt im Busch. Checker sehr viel am Campen, muss man sagen. Man muss sagen, oftmals, wenn wir auf Checker drauf sind, sitzt er nur rum. Gerne auch bewegen da an der Stelle. Ballas auch nur ein Mensch, ja. Aber Ballas eigentlich nie unrecht. Ballas eigentlich sehr selten, bis nie unrecht. Deshalb muss ich mich freuen, wenn ich recht hatte. Und Julia? Bau mal einen, auch schön mit der Schalldämpfer MP5. Eieieiei, schade. GG ist da. Sir Seven holt sich hier, glaube ich, gerade einen mit VLK auf seiner Krone, okay? Einen mobilen Shop. Sollte man verbieten, bitte. Na, lässt sich nicht so einfach verbieten, halt so zu spielen, aber gerne, gerne mehr bewegen da. Gerne mehr bewegen. Wiederauferstehen gibt es aber auch. Hab's nur in Trios und Squads gesehen. Okay. Warum hat er jetzt nichts am Shop gekauft? Sir Seven, du hast 18k. Okay. Okay, Checker bewegt sich. I Love Styly XC auch noch am Leben. Schön auf dem Bootshop da. Hat sich Platten gekauft. Muss jetzt aber auch runter wieder. Weil das Boot fährt sonst komplett out of zone. Job im Gas. Ach, stimmt! Stimmt, ja, mobile Shops sind ja direkt nicht mehr nutzbar, sobald die einmal das Gas berührt haben. Oh mein Gott, ich hab fast meinen Messbecher umgeschmissen. So ein Herzinfarkt. Fast hier noch die letzten 100 Milliliter auf mir selbst ausgeleert. Das wäre schlecht gewesen. Ui, 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 ui. Infinity Ward ist einfach abgehoben und ruhen sich darauf aus, dass Activision sie als das Dev-Studio sieht. Ja, weil die halt
Die bringen halt die meisten Umsätze immer, ne? Weil sie halt den Modern Warfare-Namen haben. Infinity Ward ist auch das Studio, was als erstes an neuen Sachen arbeiten darf, also Innovationen an den Tischen bringen, an die Tische bringen darf. Sie sitzen einfach auf dem hohen Ross und leider sind es die Zahlen, die dafür sorgen, dass Infinity Ward so einen Stand bei Activision hat. Ja, ja, das ist halt das Problem. Sind da halt einfach zu Unrecht, sag ich mal, auf dem Thron, werden dementsprechend so behandelt. Und das ist für uns als Community halt wirklich Worst-Case-Szenario. Oh mein Gott. Wurde er da aus dem Wasser rausgeschossen. Hilfe. So, wer ist denn hier noch alive? Sir Seven auf dem Dach. Ganesha fliegt hier weg, aber da ist auch noch jemand auf dem Dach. Phlobos ist hier unten am Leben und Kasslerbocken auch noch. Okay. Sir Seven hat den Kill auch geholt. Ganesha. Nee, hat den Kill nicht geholt. Ganesha ist weggekommen. Ui. Ui, 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 ui. Hat auch noch die Gasmaske. Und eigentlich eine sehr krasse Posi da. Er wird es auf jeden Fall überleben. Phlobos. Mit dem 50 Schuss MP5 Magazin. In Solos finde ich das großen Quatsch, by the way. Mach mal die Tür auf da, Phlobos, rechts neben dir vielleicht. Denke ich, eine gute Idee. Kasslerbocken ist genau vor ihm am Fenster und holt Phlobos. GG's. Letzter Circle. Sir Seven sitzt da oben in der Ecke, muss rauskommen. Und der Mann kann hier nicht stayen. Die müssen alle raus. Jeder ist am Rand der Zone. Keiner hat eine gute Posi. Niemand. Alle sitzen wirklich scheiße da. Ich würde sagen, der Mann hier hat sogar noch die beste Posi. Er weiß aber nicht, dass die beide links sind. Kann er ja auch nicht wissen. Die sind beide im gleichen Haus übereinander. Richtige Scheiß-Posi. Wieso move die Zone da weiter? Close die nicht einfach nur? Sollte die nicht ganz straight zu ihm kommen? Hä? Hä? Was ist mit der Zone? Ach, die move dahin. Ah, die closed gar nicht. Okay. Das ist noch gar nicht die Closing Zone. Oh mein Gott, was ist das für ein Stick? Doch, sie closed. Sie closed aber hier. Was passiert hier? Was passiert hier? Sir Seven hat zwar eine goldene, aber er weiß nicht, dass die anderen keine haben. Eigentlich kann er out of zone chillen. Da sehen wir den Gunfight. Den wichtigen. Und da gibt es den Trade jetzt, glaube ich, gleich. Sir Seven läuft hinterher. Und Ganesha geht knock. Pusht Sir Seven hinterher. Oh mein Gott. Ja, das war's aber. GG's. Oder? Oder hat er noch ein Safe? Er hat noch ein Safe! Er hat noch ein Safe! Er hat noch ein Safe? Warte mal. Er hat noch ein Safe? Nee, jetzt hat er keinen Safe. Aber er kriegt den. Oh mein Gott! Nein! Mit zwei Self-Revives. Er hat den Kill bekommen noch. Sir Seven ist noch Sir Seven ist noch knock gegangen am Ende. Oh mein Gott, was ein Timing. In der allerletzten Sekunde, ich dachte, es ist vorbei. Alter. GG's, hä? Crazy, so den Win geklaut. Den hat er wirklich geklaut, den Win. So, eine Duo-Runde auf Wondle zum Abschluss. Dreckiger Dan und Galactic Popo. Es gibt aber auch schon wirklich galaktische Popos, muss man wirklich auch sagen. Oh, oh, Punisher mit El Greco. Da ist das griechische Biest wieder drin. Isle of Styli und Siegfried zusammen. Bauma ein und Queasy. Da möchte ich direkt von Anfang an zuschauen. Die spielen bewusst zusammen. Queasy hat nämlich auch Bauma im Clan-Tag. Und das sind zwei Geeks. Deshalb würde ich sagen, da gucken wir doch mal zu. Da gucken wir doch mal zu. Kate ist bestellt. Kuss geht raus. Das lohnt sich jetzt übrigens nicht für die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen gerade. Aber wenn ihr gerade noch auf Twitch zuschaut, heute ist der letzte Tag, wo ihr die Kette bestellen könnt. Wenn ihr es auf YouTube hört, ist es zu spät. Nur noch heute am Sonntag könnt ihr die Kette bestellen. Also Ausrufezeichen Kette gerne noch in den Chat. Wenn ihr noch eine haben wollt, nur noch heute. Weil ich weiß, dass viele jetzt gleich weg sein werden, wenn die Runde vorbei ist oder so. Und dann komme ich nicht mehr dazu, das anzusprechen. Sorry an die YouTube-Leute. Uninteressante Info für euch. Vielleicht interessante Info für den Chat. Nur noch heute. Nur noch heute. So, Queasy und Bauma ein. Bauma ein, direkt Knock.
Wenn jetzt Queasy die Trades nicht hat, dann ist es einfach schon wieder vorbei. Aber der Respawn ist auch direkt da. Trade ist da. Wichtig. Und auch vielleicht direkt den zweiten rausholen. Ich wusste, by the way, gar nicht, dass man da hochklettern kann. Was ist das für ein Spot, Queasy? Das ist sogar der... Da geht's sogar dann da rein. Oha. Hä, das ist ja dann voll das geile Haus. Das wusste ich gar nicht. Ui. Ist die Lobby-Schwierigkeit der... Nee, ist die Schwierigkeit der Lobby zeitabhängig? Ich würde schon sagen, früh morgens sind die Lobbys einfacher als so 19 Uhr. Also diese Feierabend-Lobbys sind schon tough. Aber früh morgens und vielleicht auch nachts noch mal ein bisschen kriegt man schon auch ab und zu gute Lobbys. Also gut in Klammern einfacher. Leider kamen wir nicht rein. Ja, kann leider nicht jeder mitmachen. Das ist natürlich klar. Sondern nur die, die schnell sind und vor allem die dann das Game auch reinlässt, ne? Weil es ist ja immer so ein bisschen so eine Warteschlange, wenn du da joinst. So, das wird hier eine Double Zip auf jeden Fall in die Action, wie es aussieht. Den Gunfight würde ich sagen, gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Oh, Anlako. Ja, müssen sich auch ein bisschen splitten jetzt. Da landet auch nochmal einer. Relativ stressig hier, da bleiben wir kurz drauf. Kleiner Tech-V-Knock. Tech-V, by the way, so eine geile Waffe, ne? Kette schaut krank gut aus, danke. Oh, die Esmine kotzt ja richtig rein. Ist es immer noch so, dass man in Custom Games so langsam... Wenn man knockt, ist langsam schleicht? Also so kriecht, sorry, so. Hexaflexa-Trips auch mit Drip mit 2 Jahren Prime und der Sub-Nachricht. 2 Jahre schon, ein Wahnsinn, Kette ist bestellt. Küsse Herz, danke dir. Auch für 2 Jahre natürlich. Esmine übrigens auch so eine Sache, versteht auch kein Mensch. In Warzone 1 war es so, wenn du dich hingelegt hast, hast du ganz wenig Schaden nur bekommen. Oder wenn überhaupt, ich glaube gar keinen Schaden. Weil dann hast du quasi die Mine outplayed, so wie wenn du über eine Claymore quasi drüber gesprungen bist damals. Das haben sie auch einfach geändert. Kriegst hier trotzdem Schaden. So, das ist jetzt, der wird auf jeden Fall gekracht, ja. Da hat Baumer einen Kill geholt und Queasy schön mit dem Finish. Das ist ein sehr gutes Team. Ich sag, die werden rasieren. Aber wir gucken mal, wir wollen ja nicht die ganze Runde in den gleichen zugucken. Checker mit Phoenix auf dem Dach hier gerade. Schade, dass wenn ich hier eins weitergehe, nicht im gleichen Team bin. Virex, auf jeden Fall auch ein unfassbarer Geek, der vorhin 20-Bomb auf Ashika gemacht hat in Ankard-Runden. Da gucken wir kurz zu. Ich glaube, er ist gequittet. Ich glaube, Virex hat genug für heute. Ich glaube, Virex hat genug für heute mit Warzone. Ich kann es nachvollziehen, ich sag's, es ist. Diese Tode sind manchmal wirklich einfach nur zu dumm. Das ist dumm. Ich bin rausgeflogen, hatte 1200er Ping. RIP. Blue Wolf und Ness auch, gutes Team. Ey, das ist jetzt wirklich sehr versweated. Punisher und El Greco gerade im Gunfight gewesen, da gucken wir noch mal kurz zu. 20-Bomb mache ich mit Maus und Keyboard in Uncut-Runden, ne, Mac? Ich habe dich noch nie eine Uncut-Runde gewinnen sehen mit mehr als 2 Kills oder so. Also, nicht hier reden schwingen, auch mal machen da. Auch mal machen. Styly, Queasy tot. Rifle mit Payflex, das sind richtige Geek-Teams, ne? Eigentlich müssten wir echt mal ein Community-Turnier machen, ne? Sag ich, wie es ist. Community 2v2 Kill Race oder so wäre schon sehr geil. Das Problem ist bloß daran, dass halt das jeder streamen müsste, ne? Das wäre eigentlich schon cool. Oder ein Community-Turnier, 2v2 Kill Race und die Top 8 oder sowas. Nicht die Top 8, nee, das wäre Quatsch. Top 4. Top 8 wäre zu viel. Top 4 kommt ins nächste 16-Team große Turnier von mir. Das wäre geil. Das wäre geil. Die Uncut-Meisterschaft, ja. Die Uncut-Meisterschaft. Und also Top 4 ist safe am nächsten Turnier dabei und dann lässt man die 4 noch ausspielen. Der Gewinner bekommt dann irgendwie noch ein Preisgeld oder sowas. Das wäre cool. 2-Tages-Turnier quasi. Samstag und Sonntag. Samstag dann Quali-Turnier. Nee, nicht über 4 Sonntage, nee. Samstag Quali-Turnier für Zuschauer. Und 12 Teams werden eingeladen. 4 Teams können sich qualifizieren über das Quali-Turnier dann halt. Das wäre eigentlich cool. Aber es ist, man muss halt dazu sagen, bei Killrace-Turnieren muss halt gestreamt werden. Ich weiß, dass viele von den Zuschauern halt gerne mitspielen, auch gut sind und so. Aber ich glaube, viele streamen halt nicht aktiv.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache, ne? Weil bei Killrace-Turnieren kann man ja nicht in-game zuschauen, sondern nur wenn man eben... Nur wenn man eben den Streamer hat, ne? Custom-Turniere finde ich halt sehr, sehr schwierig zum Organisieren, muss man dazu sagen, ne? Also da müsste man dann halt schon wirklich eine riesen Organisation draus machen. Blue Wolf hier, maybe mit dem Trade. Vielleicht sogar mit dem 1v2. Oh, starkes 1v2. Sehr stark. Oh, da wird auch mit dem Kopf geschüttelt. Da wird mit dem Kopf geschüttelt. Anker-Turnier größer versus Warzone, ja. Ich habe dann aber leider keine 1,2 Millionen Dollar. Das. Passend dazu habe ich hier was geschrieben auf Instagram. Ja, muss ich mal später reingucken. Melde mich zum Helfen. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, dass ein Custom-Turnier nicht so geil ist, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil wir auch keinen Codcaster-Modus haben. Wenn es einen Codcaster-Modus geben sollte, würde ich auch safe ein Custom-Turnier veranstalten. Das wäre gut, weil da kann man dann auch so, da könnte man dann Mods noch beauftragen, okay, die gucken dem Team zu, die gucken dem Team zu und so weiter und so fort. Aber ja. Ein Starting Soon, ja. 1,2 Millionen Dollar, ein Starting Soon. Imagine. Kopfschütteln größer war die Shooten. Schon auch. Siegfried aber leider auch wird, das ist bodenlos. Ich finde übrigens dieses Soundpack bei der ISO, das klingt richtig scheiße. Ich finde, die klingt dann natürlich überhaupt keinen Schaden mehr machen. Achtet mal drauf, gleich wird der mit der ISO bestimmt schießen. Ja, jetzt. Oder? Klingt, als würde das null Schaden machen. Als würdest du dem Leben so, dem Gegner Leben geben. Finde ich. Würde helfen, vielleicht kann man deinen Partner mit ins Boot holen. Ja, das sowieso. Das sowieso. Also Partner, müsste da sowieso Preisgeld stellen. Also so, das ergibt ja auch nur Sinn, sage ich mal. Oh, RIP. Auch da wird Kopf geschüttelt. Ist das bodenlos. Ist das bodenlos. So, die müssen jetzt erstmal moven. El Greco, griechischer Uncut-Gott. Nagelpistolen-Vibes, ja, ja, voll. Und richtig kacke. Solo größer Duo. Ja, für viele Leute, die halt mal zusammenspielen wollen, ist halt Duo geiler, ne? Solo kann halt auch ganz random mal vorbei sein. Das, du wirst dich selbst töten mit dem Prezi, sage ich. Oh, aber auch nicht. Aber jetzt keinen Schritt mehr gehen. Eieiei. Wichtiger Prezi da. Da wird geshieldbreakt und... Oh, oh. Oh, das wurde aber gut gespielt da vom Gegner. Schocks und... Oh. Ne, nur Schocks wird angezeigt oben rechts. Wir haben ja schon mal ein großes Turnier gemacht, auch zum Start von Warzone 2, vielleicht zum Start von Warzone 3, sage ich schon. Zum MW3 Warzone Release oder so. Also wenn dann die neue Map und sowas kommt, machen wir vielleicht wieder so ein Turnier. Das war ein 5000 Dollar Turnier, das war geil. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Man muss aber auch erstmal, muss man dazu sagen, ne, je mehr Leute da potenziell zuschauen, desto höher kann potenziell auch das Preisgeld sein. Ne? Wir sind halt auch aktuell so ein bisschen in der Situation, jetzt sind mal wieder 1800 Zuschauer da. Das ist wirklich viel für das aktuelle Sommerloch. Und selbst für Uncut-Runden ist das echt viel. Wir waren vorhin das erste Mal seit Ewigkeiten über 2000 Zuschauer. Oder wobei, ich glaube beim Season-Update waren wir auch kurz 2000 oder so. Aber das sind ja wirklich Zahlen, das war früher ganz normal. Mittlerweile ist Warzone halt einfach echt ein bisschen langweilig für sehr viele Leute. Deshalb ist es natürlich dann auch schwieriger, da ja Firmen dazu zu bekommen, da viel Geld zu investieren in Preisgelder und sowas, wenn du nicht garantieren kannst, dass da auch sehr viele Leute zuschauen. Klar, ein Turnier ist nochmal was anderes als Uncut-Runden, da kann man schon garantieren und auch die letzten Sets damit zeigen, aber Viewerzahlen sind halt bei jedem Warzone-Streamer einfach sehr krass gefallen, ne? Deshalb, ja. Hast du heute Spiel gedreht, 2-1. Ah, okay. Krass. Nervt eh, dass die erste Season so spät startet in MW3. Auch das ist aber eigentlich normal. Also nee, finde ich eigentlich nervt nicht, weil dann kann man so die Zeit zum Waffenleveln und Waffentarnung und sowas erspielen nutzen in MW3. Ich finde das eigentlich ganz cool. Wenn du und Phil zusammen streamen, ca. 7k, oder? Ja, aber das sollte man eigentlich nicht zusammen... Also man sollte nicht zwei Streams dann laufen lassen haben, weil dann zerstört man ja das Potenzial von einem Stream quasi. Klar, man dann zusammen ein paar mehr Viewer so, ne, aber... ich finde, Turniere sollten schon auf einem Kanal laufen, nur. Nice. Das
Das machen sie auch gut da. Wer ist noch am Leben? Queasy und Baumer ein, auch beide noch am Leben. Wo ist denn Baumer ein? Wo ist denn Baumer ein? Finden wir den auch? Sehr stickt auf jeden Fall hier alles, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Doppelt und dreifach gesagt. Burning Heaven, was machst du da? Ach du Scheiße. Wo wollte der Mann da gerade hin? Also da geht's wirklich nicht hoch. Teammate hat auch losgelassen. Payflex und Rifle auch beide noch am Leben. Facing Death und Marv Ju beide auf dem Dach am Leben. Da ist gerade jemand gestorben. Blue Wolf alleine. Da gucken wir kurz zu. Genug, die beide Streams auf einmal schauen. Ja, aber, ja, aber, also, nichts für ungut, so, ne, aber das, ich denke, das werden wir als Streamer besser wissen, wie man das am smartesten löst mit Turnieren und wer was streamt und sowas. Das könnt ihr uns überlassen. Wenn ihr zusammen auf einem Stream, ach so, ja, nee, aber, also, das muss man sagen, wir hatten, Average Viewer, Phil und ich, bei dem letzten Scuff-Turnier waren 5500. Das ist geisteskrank. Das ist komplett geil gewesen, da ich habe mich auch mega über diese Zahlen gefreut. Aber wenn wir jetzt so ein Turnier veranstalten würden, dann würden wir nicht 5500 Zuschauer im Durchschnitt haben. Auf gar keinen Fall. Haben wir 3er für die PS5? Klar. Also, natürlich kommt das auch für die PS5 raus. Meinst du, wegen dem Xbox-Deal gibt es sogar einen riesen Agreement, dass Call of Duty weiterhin für PlayStation rauskommen wird? Ich glaube, für die nächsten 10 oder 20 Jahre mindestens oder so. Kann man Shadowband auch Ankam mitspielen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nice. Blue Wolf, by the way, Solo versus Duos jetzt. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Munibox. Boah. Aber schnell und gut reagiert. Wäre auch dumm, wenn nicht. Ja, ja, komplett. Die würden sich selbst ins Bein schießen, wenn sie das nicht für alle Konsolen rausbringen würden. Das ist eine taffe Situation jetzt hier. Wird auch immer noch komplett abgeaimt da. Er muss jetzt eigentlich runtergehen. Und auch da wird er, glaube ich, abgeaimt. Oder wurde zumindest. Ich würde auf jeden Fall mal die Munibox usen. Für Double Smoke und Double Wurfmesser. Grüß auf Wandel Revive Pistol. Ja. Warum nicht die Munibox? Warum nicht Waldweg? Wer kann mir sagen, aus welcher Serie das ist? Gerne auch YouTube kommentieren. An der Stelle. Einfach, wenn ihr sonst nichts kommentieren würdet und ihr hört das gerade, kommentiert, aus welcher Serie das ist. Oh mein Gott. Ist das stark gespielt. Ist das stark gespielt. Wirklich nicht nur gut geaimt und sonst irgendwas, sondern wirklich auch sehr smart mit dem Abtauchen und wieder Auftauchen und so. Blue Wolf, wirklich sehr starker Spieler. Die Antwort ist Dark. Beste Serie. Oh ja, okay. Oh, die Munibox schwimmt jetzt hoch. Das ist jetzt scheiße. Aber da wird auch noch zusätzlich gefightet. Vielleicht. Da wird gesmoked. Jetzt oder nie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aber ohne Smokes wird das echt schwierig. Kontakt zu einem Feind. Die crossen jetzt auch. Ich wäre sogar noch früher. Da links ist einer Wasser. Links im Wasser! Oh, den nicht gesehen. Diese scheiß ISO, ne? Dieser Sound. Der einzelne. Ne, es gibt ein Duo noch. Es gibt ein Duo. Wer ist das Duo? Rifle und Payflex, okay. Die sind natürlich jetzt, die sind auch schon in der Zone. Klar im Vorteil gegen die anderen. Blue Wolf und Queasy. Queasy aus dem Baumarein-Team auch. Sehr, sehr interessante Konstellation hier im Endgame. Wirklich nur noch gute Spieler. Payflex und Rifle. Das einzige Duo, die können diesen Play machen.
Ich glaube auch, dass der nicht erwartet. Der wird erwartet von Queasy. Oh mein Gott. Damit haben wir eine 1 gegen 1 gegen 1 Situation. Blue Wolf unten, letzter Circle, goldene Gasmaske. Queasy oben muss eigentlich runter. Und Rifle sniped unten. Ich sage Queasy. Oh, der ist direkt in den Baum, man sieht's nicht. Oh, ist das scheiße. Ist das scheiße. Auch kein gescheiter Loot mehr. Nichts Interessantes zumindest. Das ist jetzt, das ist perfekt für Queasy. Das ist perfekt für Queasy und der holt den Win. Queasy holt den Win. GG's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Push war unnötig. Ja, das stimmt. Das war ein bisschen hergeschenkt von Rifle und seinem Teammate am Ende. Aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nicht auch gemacht hätte. Einfach mich hochsippen. Weil dann hast du die Nervensäge oben quasi weg. Nicht böse gemeint, Nervensäge in Bezug auf Gameplay. Du kannst dich auf den Einzelnen unten konzentrieren. Ah, sehr, sehr... Haben beide sich genockt? Nee, nee, Queasy hat oben den zweiten genockt. Der war One-Shot halt schon. Und der andere war knockt vom Gegner. Aber sehr stark. Bau mal einen Queasy, starkes Team. Beide haben wir schon mal ihren Invite für das Qualifikationsturnier sicher. Das sollte klar sein. GG's. Dachte, geh all in. Ja, ja, Payflex. Ich glaube, ich bin auch so jemand, der solche Plays dann macht. So mäßig, so, oh, das erwartet er bestimmt nicht. Voll, die risky Plays gehen ja richtig oft auch in Warzone auf. Deshalb kann man auch schon davon ausgehen, dass das mal funktioniert. Aber gut. GG's. Blue Wolf hätte noch warten können. Ja, er hat halt die ganze Zeit auch fighten gehört, so weißt du. Ich wäre vielleicht auch schon rausgepusht, ich weiß es nicht.